Und jetzt stelle ich euch oder dir meine Erfahrung bezüglich Weizengras. Weizengraspulver, das gibt es so zu kaufen. Wer es nicht zu Hause selbst anbauen will, gibt es Weizengraspulver in Pulverform, getrocknet. Und Weizengras ist eine Königin oder eine Prinzessin unter den Lebensmitteln. Das ist schon so lange bekannt als absolut gesundheitsförderndes Lebensmittel. Das ist sogar schon von Jesus vor 2000 Jahren erwähnt worden. Also Jesus hatte irgendwie zwei Lebensmittel, die er den Leuten ans Herz gelegt hat. Das eine war der Granatapfel und das andere war Weizengras. Und da hat Jesus gesagt, wer Weizengras in seine Nahrung mit einbezieht, der wird ein langes Leben haben. Und ein langes Leben hatte damals nur jemand, der auch gesund war. Also da hatte man nicht so wie heute ein langes Leben, weil man irgendwie künstlich verlängert worden ist aufgrund von irgendwelchen Präparaten, sondern ein langes Leben hatte damals nur jemand, der auch gesund war und widerstandsfähig. Und ich tue also dieses Weizengras, einfach das Pulver, immer so einen Esslöffel über zum Beispiel über Abend über Reis streuen oder einen Reis einstreuen, und dann schmeckt der Reis sowas von gehaltvoll und so nahrhaft, so nussig und so vollmundig und herzhaft. Also es ist wirklich unübertroffen, und es liegt daran, das kann man im Internet nachschauen, Weizengras ist so voll von Nährstoffen. Das hat über 30 Aminosäuren. Ich habe gar nicht gewusst, dass es 30 Aminosäuren gibt. Die Ärzte, die kennen alle bloß immer diese 18 lebenswichtigen Aminosäuren. Aber Weizengras hat über 30. Also, und das macht auch wirklich diesen guten Geschmack aus, von A bis Z. Also wenn man das nimmt, das schmeckt einfach intergalaktisch. Und es gibt so einen dermaßen Gesundheitsboost. Es ist unbedingt zu empfehlen.